Okay, und da sind wir wieder zu Stardew Valley im Winter und ich glaube, wir haben ein bisschen ein Problem. Also es könnte sein, dass wir das Community Center erst spät im zweiten Jahr fertig kriegen, weil uns der eine Fisch fehlt. Wir können den theoretisch zwar auch im Winter kriegen, aber es regnet im Winter nicht normalerweise, sondern nur, wenn man halt ein Regentotem einsetzt. Ich glaube, das Rezept... Genau. Korallenphase... Nee, das ist Warp-Totem. Moment, wo ist Regentotem? Haben wir das noch nicht? Können wir das nicht machen? Skills. Ja, ich glaube, Foraging 9 brauchen wir dafür. Und ich glaube, das war auch relativ teuer. Was wir aber machen können, ist, Creative Element. Guten Morgen? Bitte? Es ist 8 Uhr abends. Was wir machen können, ist, wo ist... Ich habe es vorhin noch gehabt. Hier, Tree Fertilizer. Damit unsere ganzen Bäume nicht nur schneller wachsen, sondern sie wachsen sonst im Winter gar nicht. Das heißt, das können wir mal ausnutzen. Es ist spottbillig. Also Fasern und Steine. Jetzt bekämen wir davon nicht massenhaft, wenn wir wollten. Und ansonsten müssen wir halt jetzt regelmäßig den fahrenden Händler aufsuchen. Weil der vielleicht die Sachen auch hat. Und sobald wir das Gartenhaus haben, werde ich da auch Bäume pflanzen. Also, ups, Bäume. Die kann man tatsächlich ganz normal da reinsetzen. Das wusste ich auch noch nicht. Schauen wir mal kurz, wo wir Fasern haben. Nein, ich will... Nein, ich will doch nur... Nein, wie ging denn das? Wie geht denn mehr als eins gleichzeitig? Das ging doch mit den Tasten. Dann machen wir mal 150... Will die Bot-Zuschauer verwirren. Ich weiß nicht, ob dir das gelingt, aber... Ihr könnt ja mal schreiben, wenn euch das verwirrt hat. So, pass auf. Die Bäume hier brauchen das auf jeden Fall. So, die Bäume haben das schon. Also, die Bäume sind schon fertig gewachsen. Okay, wir brauchen definitiv noch mehr. Ich meine, mit dem Gewächshaus müssen wir nur warten, bis wir große Ziegenmilch haben. Das dauert hoffentlich nicht mehr so lange. Moment. So. Wir brauchen mehr Fasern. Ich habe auch den Fernseher wieder nicht geprüft. Kürzen wir das ein wenig ab. Und was wir vom Mani mal holen sollten, ist dieses Teil, was uns die Sachen einsammelt. Also in den Tiergehegen. So, und die machen wir mal gerade auch. Entsprechend, wobei ich glaube, der hier, nee, der hier kann gar nicht mehr wachsen. Der kann gar nicht mehr wachsen, weil da zu viel Zeug ist. Ich bin echt mal gespannt. Also es könnte wirklich, also ich habe wirklich die Befürchtung. Und ich meine, es ist ja an sich nicht schlimm, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, wenn wir das Community Center trotzdem erst so spät fertig kriegen. Oh, wir brauchen noch mehr Zeug. Winterroot brauchen wir auch nicht mehr. Hier, weg damit.
Wow. Wir verwenden tatsächlich mal die ganzen Fasern, die wir haben. Ich bin beeindruckt. Wo wir gerade hier sind. Lia und Sunny, wie sieht's hier aus? Die Geister sind sehr glücklich heute. Könnte man ausnutzen. Ich weiß nur gerade nicht, was uns noch fehlt. Ich meine, mehr Sprinkler sind immer gut. Ich finde, die Bots-Zuschauer sollten in die Kommentare schreiben, was sie für den 31. September geplant haben. Ich dachte schon, ich hätte die Hühnerstatue noch. So, Dämonenhuhn. Hier, Void Egg, das mag doch Krobus gerne, oder? Oder brauchte man Void Mayonnaise? Krobus und Sebastian mag das. Habe ich erwähnt, dass ich das mit den Hühnern echt einen Fehler gemacht habe? Ich hätte dafür sorgen müssen, dass wir ein weißes und ein braunes haben. Und rein damit. So, was wir mal machen können, wir können die goldene Sense holen. So, ganz ehrlich. Haben wir irgendwo... Hier, wir brauchen im Moment die Gießkanne nicht. Als eine QR-Score, die Ziege. Was nun leider ein bisschen cursed ist. Wenn dann da steht, Escor hat gerade keine Milch. Wer mag das? Der Zwerg. Ja, soll der Zwerg die haben. Kann man die hier für irgendwas brauchen? Harvey, Lea und Linus. Sandy mag. Okay, gut, an Sandy kommen wir im Moment nicht ran. Wobei wir am Ende auf jeden Fall zu Sandy müssen für Rhabarber. Weil das eigentlich ein ganz guter Samen für dann die für den Frühling ist. Ja, ich glaube, die Szene bringt uns jetzt nicht wirklich irgendwo hin. So, genau. Wobei es ist nur, das ist nur gemocht, nicht geliebt. Also Ancient Doll ist genauso. Also wenn wir dir schon die beliebten Sachen geben. So, wir können mal Gold sammeln und Feuerquarz. Dann machen wir uns noch ein paar Sprinkler, würde ich sagen.
dass wir dann im Frühling total ausrasten können. Weil man kann nicht genug ausrasten. Zerg und Penny. Boah, kennt ihr noch Mark und Penny? Von der Volksbank dieser Comic? Wow, 19 Damage. Wow, ihr geht aber ganz schön ab. Wenigstens kriegen wir noch Kohle dabei. Und Slime-Kills. Davon brauchen wir auch noch einige. So, die weiß... Ne, hier, weiße Alge. Machen wir zum Kochen. Können wir gleich mal ausprobieren. Hast du das Manifest dazwischen bestellt? Nein. Solar Essence und Void Essence. Komm, stirb. Und ihr zwei auch. Hör auf, um mich rumzufliegen und kämpfe. Oder flieg in mein Schwert, das wäre mir wesentlich lieber. Kommt auf einmal der Schädel noch dazu. Keine Ahnung, wo der herkommt. Also getriggert sollte ich den ja eigentlich nicht haben auf die Entfernung. Boah, ich sterbe hier gerade die ganze Zeit. Da ist die goldene Sichel. Miraculix würde sich sicher freuen. Inventory voll. Moment. Ja, das hatten wir noch nicht.
Wir nehmen einfach mal dem Sensenmann seine goldene Sichel ab. Okay, das Ding können wir nicht wegschmeißen. Ist vermutlich auch besser so. Symbol für die Bauernklasse. Stimmt, jetzt, wo du es sagst. Ich meine, hey, es gibt auch Leute, die Stardew Valley als Kommunist durchspielen. Wie habe ich mir so einen Run vorzustellen? Du kaufst nichts von Pierre oder von Joda. Beziehungsweise, ich glaube, generell nichts von irgendwelchen Geschäften und guckst, wie weit du kommst. Komm, wir nehmen mal gerade ein paar von denen, weil das ist das, was uns gerade für ein paar Sprinkler fehlt. Nicht so ein großes Unternehmen kaufen. Ja, wobei ich da dann sagen müsste, Pierre, ist Pierre ein großes Unternehmen? Ich meine, da ist ja eigentlich im Prinzip... Was ist das männliche Gegenstück von einem Tante-Emma-Laden? Ich meine, Pierre ist moralisch nicht wirklich besser als Georgia, aber... Ja, auf einem kleineren Maßstab einfach, weil er eine Einzelperson ist. Ja gut, wenn du halt nichts kaufst, musst du halt wirklich gucken, dass du die Produktionsmittel dir anderweitig erwirbst. Denkt auch gleich mit dran, dass ich zum fahrenden Händler gehe. Ich hoffe, dass der irgendwie noch diesen einen Fisch für uns hat. Oder irgendwas anderes, was wir für das Community Center brauchen können. So, das reicht, denke ich, auch. So klar, wie wir an die Produktionsmittel kommen, durch friedliches Verhandeln und Reformen. Natürlich. Genau so und nicht anders. Ich wollte auch noch irgendwie den Weg hier weitergezogen haben. Ach ja, genau, damit hier, ich wollte den Weg weitergezogen haben, damit die, damit die Bäume sich nicht die ganze Zeit, vermehren wollen.
Okay, wir müssen definitiv mehr hier investieren. So, Tag 12. Luck will not be on your side. Ja, dann würde ich sagen, planen wir mal die Farm ein wenig für den nächsten Dings. Void Essence habe ich doch gestern noch bekommen. Ja, dann gehen wir gleich zum Zauberer. So, das geben wir. Für wen war das? Das war für Lea und Robin Markus auch. Noch ein Void-Ei. Na, ich will das Ei haben. Ja, endlich. Large Goat Milk. Wir haben es. Oh mein Gott. Greenhouse, wir kommen. Dann investieren wir auch in die Obstbäume. Wobei das jetzt eigentlich ziemlich teuer wäre. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir an Geld kommen bis zum Frühling. Und noch eine Käsepresse. Ach ja, die Junimos sind schon sehr süß. So, wir wollen das, hier, boom. So, das dauert noch ein bisschen, aber das gibt uns dann auch noch ein bisschen zusätzliches Geld.
So, den Weg würde ich dann gerne noch ein bisschen weiter vorziehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so wenig Anlass gibt, tatsächlich auch Wege zu bauen. Also außer ein bisschen die Samen einzuschränken, die hier kommen. Welches Element im Periodensystem ist Wasser? Wasser selber ist ja kein Element. Wasserstoff ist, glaube ich, in den ersten fünf drin. Ich weiß aber jetzt gerade nicht. Ist eine der ersten Ordnungszahlen. Sollen wir hier Bienenhäuser unterbringen? Ich finde, wir sollten da Bienenhäuser unterbringen. Lösung ist, ich sagte ja, Wasser selber ist kein Element. Oak Resin, sehr gut. So, Tapper. Ach, hier sind ja auch noch Sprengler drin. Wir brauchen noch viel mehr von denen. Kupferbarren. Und Holz. Oh je, oh je. So, ich ziehe hier einen Weg durch. Okay, hier geht jetzt der Cursor nicht mit, weil die Kamera sich nicht mehr bewegt. Ah, okay, warte, hier sind... Man sieht das so schlecht, aber hier sind teilweise schon wieder Samen. Wasserstoff ist das erste Element sogar, okay. Welches Element im Periodensystem Staub ist? Okay, keine Ahnung, irgendwas mit 1000 oder so. Da hat jemand wohl His Darkest Materials gelesen. Was ich auch noch machen möchte wohl irgendwann.
manchmal schon sagen. Tree Tapper. Also kaum machst du mal ein bisschen Dünger auf die Bäume, wachsen sie halt selbst im Winter direkt voll aus. Ich meine, mir soll das recht sein. Wusstest du, dass es Leute gibt, die Homosexualität okay finden, aber Bisexualität nicht? Gut, viele Leute verstehen halt auch nicht, was Bisexualität ist. Sag mal so, wenn du die Leute fragst, ob sie wollen, dass arabische Zahlen in unseren Schulen gelehrt werden, bekommst du auch Antworten, wo du denkst, alter Schwede. So, ich hoffe, der Zauberer, wobei der ich glaube, der hat sogar ziemlich lange auf. Und zu Krobus müssen wir auch noch Wein, Amaranth. Eine Spice Berry müssten wir eigentlich noch irgendwo haben. Kriegen wir im Sommer, wir haben jetzt nicht unbedingt, wir haben sogar, glaube ich, eine. Weil damit kriegen wir auch noch einen Star-Drop, habe ich festgestellt. Das hatte ich ganz verdrängt. Okay, das ist ein normaler Sprinkler, ich wollte schon sagen. Wären es die Quality-Sprinkler, dann wäre es das sogar fast wert gewesen. Es gibt Leute, die sagen, dass Bisexualität nicht existiert. Und Leute, die sich so nennen, einfach in einer unentschlossenen Phase sind. Alles klar. Was sagen diese Leute dann wohl zu über Menschen, die sich als nicht binär einstufen? So, Iridium-Sprinkler nehmen wir. Das Ding ist so OP. Was heißt OP? Aber es ist, ich will es haben, aber es kostet 2 Millionen.
Ich war heute etwas schockiert, weil ich realisiert habe, dass es LGBT-Leute gibt, die das gegen andere LGBT-Leute haben. Ja, das ist immer besonders toll, wenn man diese Gruppen, wenn man teilweise zum Beispiel dann Homosexuelle und Transgender dann gegeneinander ausspielt. Was leider öfter passiert, als man gut finden kann. So, diese Hacke kommt weg, oder die, so die Sense. Das Ding kommt weg. Hier ist Sap auch, wobei Sap möchte ich gerade mal wissen, was kann ich damit machen? Quality Fertilizer, Fiber Seeds. So, dann haben wir jetzt wieder unser Gewächshaus. Das heißt, wir können noch versuchen, möglichst viele Erdbeersamen für den Frühling zu kriegen. Moment, Fernseher. Luck will not be on your side, das ist okay. Ich checke nicht, wie man Transphob sein kann. Was denkt man sich da bitte? Das ist das Ding, die Leute denken nicht. Spiceberry, das können wir mitnehmen. Dann gehen wir noch in die geheimen Wälder. Wo waren denn die Samen? Da, wir hatten leider nicht so viele von denen. Seedmaker, was kosten die uns? 10 Ko. Boah. Scheiße, sind die teuer. So. Hier. So, jetzt bräuchten wir mal gerade die Gießkanne. Weil sonst sind wir einfach genervt, dass Leute ihre Pronomen in ihre Beschreibung packen. Ich habe tatsächlich die Tage noch überlegt, ob ich das selber machen soll. Weil manche halt sagen, es bringt auch was, wenn das zu tun, wenn man sich nicht zu dieser Gruppe zählt. Meinst du, okay, machen sie die Idioten noch genervter? Du willst die Welt auch brennen sehen. So, Sternfrucht. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen gepusht kriegen.
kann auch mal gucken, ob wir noch irgendwas an Samen haben. Rabbit's Foot. Was konnte man damit noch alles machen? Mani liebt... Nee. So ziemlich alle lieben das als Geschenk. Community Center brauchen wir. Und wir müssen einen... Genau, und für den... es gibt ja auch noch... Ich glaube, bei Jojamart. Ich weiß nicht, ob das schon geht. Bulletin Board. Ja, wir könnten das schon voll machen. Nautilus Shell. Wo gab's das Ding? Steht nicht, wo man das herbekam. Red Cabbage. Bekommen wir im zweiten Jahr sowieso. Trüffel kriegen wir vom Schwein. Poppy Marky Roll Fried Egg. Okay, da fehlt uns eigentlich auch nicht mehr so viel. Was uns halt aufhalten wird, ist der eine Fisch. Ich will die Welt nicht brennen sehen, sie brennt bereits. Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, du hast Unrecht. Ich überlege, ob ich den einen Hasenfuß schon eintauschen soll gegen den dauerhaften Luck-Buff, den wir kriegen können. Haben wir noch irgendwas an Samen? Summer Seeds. Kaffeebohne. Sollten wir vielleicht einfach mal machen. Ansonsten hatten wir nichts Besonderes an Samen bis jetzt. Will die Welt löschen, kann jetzt auf zwei Arten verstanden werden. So, wir müssen gleich zu Pierre. So, wo wir schon mal hier sind, nehmen wir auch das Hartholz mit. Ah ne, das ist eine Spiceberry, nicht Sweet Jamberry. Ich bin so blöd. Komm, wir müssen viel laufen heute. Speed! Hier, den Samen können wir noch machen, den Rare Seed.
Jade. Hi, USS Cevichos. Das klingt nach einem Lower Decks-Fan. So, takes all season to grow, da bin ich aber schon. Weil du das nur wusstest. Ja, komm, mit so also ziemlich beste Star Trek-Serie seit Jahren. Hi, Pam. Town. So, wir gehen das eine Ding hier bei Günther ab. So, irgendwo hier steht hier. So, Glück ist dauerhaft erhöht. Das wird sicher noch einiges bringen, vor allem wenn wir den prismatischen Splitter haben wollen. Seaweed und Haley will es haben. Echt jetzt? Ich muss jetzt mal gerade schauen. Ich habe es mir mal gespeichert. Optimal Greenhouse Layout. Sind 4, 8, 12, 18. Also 3 von jedem Baum bräuchten wir dafür. Ja, tschüss, Vermögen, war schön mit dir. Würdest du eine Produktplatzierung für Nestle machen, wenn sie dafür 1 Milliarde Euro geben würden? Ich meine, mit 1 Milliarde Euro könnte man der Firma wahrscheinlich extrem schaden. Und vor allem kommt, ich sag mal so, Produktplatzierung, wie viel Spielraum habe ich, um die Firma trotzdem schlecht aussehen zu lassen? So, muss mal gucken. Wie ordnen wir die denn jetzt mal an, dass das halbwegs schön aussieht? Wobei. So. Jo, dann oben in der Ecke. Eins, zwei, eins, zwei. Was ich machen würde, dass sie nicht davon aus einem finanziellen Schaden und gleichzeitig könnte ich das Geld für gute Zwecke verwenden. Ja, das ist halt auch so meine Überlegung, ne? Ich meine, wenn ich bedenke, 1 Milliarde mit 2 Milliarden hat einfach Notch Minecraft verkauft. Boom, boom, boom. I want you in my room. So, das heißt, wir haben 18 wunderschöne Obstbäume im Gewächshaus, die man von außen wahrscheinlich nicht sehen kann.
Und die können dann das ganze Jahr übertragen. So, haben wir Seegras. Damit Hayley glücklich ist. Ich muss mir gerade vorstellen, wie sie einfach irgendeine Instagram-Challenge damit macht. Welcher Idiot hat sich denn Minecraft für 2 Milliarden andrehen lassen? Das gibt's doch für 25 Euro. Ich hab's doch für 15 gekriegt. Hayley? Ja, ich wollte schon sagen, hier, Lieferung. Nein, ich möchte das Nias nicht essen. Wo denn für 15 Euro? Das war noch während der Beta. Ja, Beta bekam man es ja günstiger. Sind in der Alpha noch günstiger. Boah, ich habe vor einer Weile das alte Let's Play von, okay, ich darf Krobus keine Sachen mehr schenken, aber dann machen wir noch eine Kiste hier. So, wehe, die Kiste wird zerstört. Da er sich aber eigentlich nicht bewegt, glaube ich nicht dran, dass da was passiert. Riecht wie Gras, okay. Alles klar. Danke für die Auskunft, Jazz. Ich wollte gerade sehen, was du letztens geguckt hast und das aufgehört. Ja, also ich habe letztens angefangen, das alte Let's Play von Gronkh nochmal durchzugucken. Wobei ich nicht so schnell vorankomme, wie ich eigentlich möchte. Das ist einfach krass, was es damals alles nicht gab. So all die Sachen, die jetzt in der aktuellen Version selbstverständlich sind. Und da, wenn überhaupt, im ganz unterentwickelten Maß existierten. So, Baulimit 128 Blöcke. Lapis Lazuli hatte keinen Zweck. Emeralds brauchtest du gar nicht dran zu denken. Lohnt sich das noch irgendwo reinzugehen? Eigentlich nicht, aber ich tue es trotzdem. Nein, Mine. Ich habe Minecraft so kennengelernt, dass man den Enderdrachen nicht mal mit Commands reviven konnte. Stimmt, und da gab es dann, glaube ich, auch viel mehr. Da gab es, glaube ich, um die 20 Türme. Was besonders cool war, ich habe es selber nie gemacht, aber wenn du die abbauen wolltest, um im End irgendwas zu bauen. Filze hat das in seiner alten Welt damals gemacht. Und dann, als er Atlantis gebaut hat, war er so, ja, ich habe das auch schon mit viel mehr Türmen gemacht, also die 10. Ja, ist okay. Lila Pilz. Sogar zwei davon. Lebenselixier müssen wir irgendwann mal herstellen und ansonsten der Zauberer liebt das. Dann sollten wir das vielleicht auch dem Zauberer mal bringen. Ach, das ist ein Mushroom Floor. Sehr gut. Die geben gut Geld. Was ist mit dem hier? Life-Elixier. Ansonsten kannst du es ja eigentlich nur verticken.
Wo 1.9 ist das Portal zum End immer da, wo der Drache gestorben ist. Stimmt. Generell, das End war ja auch einfach lange Zeit total unterentwickelt. Komm schon, ich hätte langsam mal nichts gegen eine prismatische Scherbe. Das hält mich auch total zurück. Moment, da ist ein Artefakt-Spot. Will das irgendwer mit haben? Nein. So, ich müsste mal nachgucken, was Rhabarber mich kostet. So, einmal kurz was trinken. So, in der Hoffnung, dass ihr dann gleich nicht der Mund wuselig wird. Und ich guck mal ganz kurz. Rhabarber. Braucht 13 Tage. Kostet wie viel? 100 von, also kosten im Prinzip so viel wie, wie die Erdbeeren. Haben auch entsprechend Return of Investment in der Zeit. Ja, es kommt ungefähr hin. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, wenn ich da das Geld reinballer, dass dass die nicht rechtzeitig fertig sind, um dann noch Erdbeeren zu kaufen, weil das Eierfest ist ja am 13., meine ich. Und der Rhabarber braucht 13 Tage, um fertig zu werden. Ja, also ich kriege auf keinen Fall die... Das ist blöd. Ich kriege auf keinen Fall die Sachen verkauft. Wie sieht's mit Kartoffeln aus? Kartoffeln sind 6 Tage. Kosten 50. Geben 80, beziehungsweise sogar noch potenziell noch mehr mit höherer Qualität.
Cauliflower, Garlic. Grüne Bohnen sind auch nicht schlecht. Rhabarber ist nicht so viel besser als, also ja doch, knappes Gold mehr. Macht aber echt einen Unterschied von etwa. Ja, weil sie halt, du musst halt berücksichtigen, dass du halt oft auch zwei rauskriegst. Und wir kriegen zwei Ernten davon hin. Ja, dann gehen wir auf Kartoffeln. So, wir haben heute zusätzliches Glück. Wir können jetzt Schokoladenkuchen machen. Ein Diamant. Robin schickt uns Holz. Oh, Nachtmarkt. Stimmt, der ist ja auch noch. So, wir können heute wieder zum fliegenden Händler. So, die Sommersamen sollte ich vielleicht auch mal einpflanzen. Solange wir noch Platz im Gewächshaus haben. So, die können dann im neuen Jahr wachsen. Baked Fish, Parsnip, okay, nicht wirklich etwas, was relevant wäre. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir noch mehr... dass wir noch mehr Dinger bekommen. Noch mehr Sprinkler. Denn man kann nie genug Sprinkler haben. Dann machen wir vielleicht die Tiere langfristig links hin. Will das jemand haben? Nein. Pass auf, wir gehen mal vorher zu Robin und lassen Bahn und Coop. Wer war nicht da drin? Soll ich sie verlegen? Das Ding ist, ich will sie eigentlich nicht da hinten irgendwo in die Pampa setzen.
Aber eigentlich hätte ich auch gerne einen Auslauf für die Tiere. Ich meine, sie laufen über die ganze Farm, aber... Keine Ahnung. So, rosenes Hühnerei. So, die Entenfeder. Elliot liebt die. Dann bringen wir die auch zu Elliot. Elliot ist zu Hause. Können wir schon zu ihm rein? Nein, nicht mal annähernd. Also warten wir mal darauf, dass wir Elliot irgendwann mal begegnen. Ich hätte nichts gegen ein paar Feuerquarze. Eine Bombe. Die verwenden wir auch direkt mal. Wow. Und noch eine Bombe. Komm, wir laufen einmal hier durch. Wir gucken mal, ob hier irgendwo eine Mystery Note oder sowas ist. Aber was das angeht, haben wir einfach kein Glück. Wow. Okay, hier ist wieder so ein fetter Shadow Bro. Thank you.
Okay, es stört ihn nicht, wenn man blockt. Einfach 12 von den Flügeln. Okay, da haben wir jetzt gerade die Omnigeode liegen lassen. Stirb. So, da ist ein Ausgang, aber ich habe hier noch mehr Gold gesehen. Wo ist die Krabbe? Crab Cakes, Maki Roll und Sashimi. So, was haben wir unten? Nichts. Wofür können wir das verwenden? Monster Mask, Lightning Rod und Dark Sign. Wir haben so viel von dem Zeug, ganz ehrlich. Aber, ja, komm. Clint, Dwarf, Emily. Komm, wir geben denen gerade dem Zwerg. Thank you.
So. Hier. Okay, nope. Der ist verseucht. Alles Inox, willkommen zum Stream. Ich sehe gerade, okay, den Baum lassen wir mal gerade noch stehen. Jetzt hier, es geht mir soweit ganz gut. Ich war mir heute tatsächlich nicht sicher, ob ich es in mir haben würde zu streamen, aber. Ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich es geschafft habe. So, es ist Zeit für den Nachtmarkt. Habe ich schon die geheime Notiz mit... Anscheinend nicht. Komm mal da weg, Chip. Oder so. Ich will das Ding, was uns die Sachen aufsammelt, ganz ehrlich. Weil weg, was habe ich verpasst? Ich glaube nichts so Wichtiges. Wir waren in der Mine. Hier. Genau, ich wollte die Sommersamen noch gepflanzt haben. Wir können hier mal gucken, dass wir alle Bäume mit so einem Tepper ausstatten. Einer fehlt noch und dann hier, die brauchen noch. Genau, Lea wollte den haben. Wir verteilen doch einmal ein paar Geschenke. Früher oder später müssen wir das eh. Ist abgeschlossen, dann halt nicht. Hi Mani. Diamant, goldener... Kürbis, Farmer's Lunch, Magic Rock Candy Pearl, Pumpkin Pie, Rabbit's Foot. Irgendwas, was nicht alle mögen?
So, Krobus. Ich habe ein Void-Ei für dich. So, schauen wir mal am Strand, da waren wir schon lange nicht mehr. Ich hätte nichts gegen langsam mal gegen eine Rainbow Shell. Können wir schon mit dem Nachtmarkt interagieren oder müssen wir dazu warten, bis es Abend wird? Schickt ihn nach Hause für 250 Gold, okay. Um 5 Uhr. Ist Elliot noch hier? Ja, wir dürfen ihn wahrscheinlich nicht besuchen. Was trage ich noch mit mir rum an Geschenken? Nicht wirklich etwas Sinnvolles. Hier, ich wollte mir das hier angucken. 80 Hardwood. Ja gut, das ist kein Thema. Im Moment haben wir eh viel zu viel von dem Zeug. Hardwood, hier. Was sich gut trifft, weil Robin auch den Käse mag. Warte, wir müssen das... wir müssen das Zeug auch noch während der Zeit sammeln, stimmt. Okay, das ist nicht ganz so einfach. Ich meine, das schaffen wir auch. Wir müssen nur jeden Tag in den Wald und wir müssen hier die Bäume mal fällen. Aber es ist okay, ich glaube, sie haben sich auch vermehrt. Das gibt uns schon mal 20. Oh wow, draußen ist es... Ihr hört das nicht, aber draußen fängt es gerade richtig schön an zu regnen. Den setzen wir auch noch irgendwo hin. Hi, Jazz. Finde das Geschenk Konzept von Geschenken. Finde das Konzept von Geschenken etwas seltsam. Ich meine, jeder von jedem immer etwas schenkt, ist am Ende im besten Fall jeder bei plus 0 oder mit. Der Geizigste macht Plus und der Gönnerste macht Minus. Ja gut, darum geht's ja nicht bei Geschenken. Aber es klingt 1:1 nach Sheldon Coopers Einschätzung von Geschenken.
Okay, so langsam wird mir der Regen draußen doch ein bisschen zu laut. Also mache ich mal das Fenster zu. Was ich zumindest vom Stuhl aus mit einem Arm hinkriege, das ist kein Problem. So, Elliot? Elliot ist bei Günther. Ja, wir können ihm die Entenfeder geben. Okay, das ist einfach nur eine Frucht. Das Ding ist, man kann ja sogar prismatische Scherben aus dem Müll fischen gelegentlich. Und es gibt einen wundervollen Hut da drin. Wie sieht's aus mit Geoden? Wir haben ein paar. Die könnten wir ja mal öffnen. Sage ich in genau dem Moment, wo Clint zumacht. Danke für nichts. Hi, Abigail. Sie sagten einfach mal random, was ihre Mutter so mag. Hi, Shane. Ja, okay, ich weiß. Du willst nicht, dass Leute mit dir reden. Hi, Schneggy. Geh weg, damit ich im Müll wühlen kann. Ja, genau. Genau, und tschüss. Kristallfrucht. Gibt mir 74, nicht übel. Checken wir dann gleich über die Box. Es kann nur sein, dass das hier jetzt die Versandkiste gekillt hat. Rarecrow. Du hast ja aber auch nur deinen ganz normalen dein ganz normales Zeug. Das Gemälde. Was will ich mit dem Gemälde? Jeden Tag etwas Neues. Kartoffelsamen. Kriegen wir aber auch bei Pierre. Thank you.
Wunderschön. Und es ist nicht vorbei, bis die fette Meerjungfrau gesungen hat. So, einmal kurz den Code nachgeguckt. 5, 4, 2, 3. So, ist ein beliebtes Geschenk. Dafür wäre es mir immer zu wertvoll. Das Ding wird wahrscheinlich auch nur in meiner Kiste versauern. Er sieht, irgendwie erinnert er mich an Louis. Komm, bring uns runter. Ich will die Fische haben. Eins. Aber wo sind die anderen? Also, die anderen Fische müssten eigentlich auch noch hier sichtbar sein. Brauchen wir aber auch nichts für irgendwas Besonderes. Fisch. Mal sehen, ob wir noch die anderen zwei kriegen. Hör auf, mir Seegras zu geben. Boah, ich mach's gerade mir sehr schwer. Tintenfisch. Jetzt brauche ich nur noch den Blobfisch. Wildbait. Mensch. Ich muss mal gucken, ob ich Sashimi und Makiro schon mal mache, weil wenn das in den Hilfeseiten ist, dann
Auskraut wäre das schon mal gut. Komm schon, gib mir Blobfisch. Ich sehe ihn da schwimmen. Das ist kein Blobfisch. Wow. Komm, du entkommst mir nicht. Du bist bestimmt der Blobfisch. Ah! Nicht dein Ernst. Spiel. Du bist nicht der Blobfisch, da bin ich mir ziemlich sicher. Nope. Ah hey, Foraging, Level 9. So, Marquee Roll, wo ist es? Reis. Reis kriege ich von Pierre. Entwickler hätten Mangelbooster einbauen sollen für echt Geld. Nein! Ja, Linus hat mich gefunden, dann hat mich wahrscheinlich der Typ im U-Boot einfach ausgeraubt.
Ist doch optional, stimmt. Deshalb werden ja auch solche Spiele in Belgien zum Beispiel nicht mehr veröffentlicht. Weil die Lootboxen so optional sind, dass man sie entfernen kann. Warte, das hier ist falsch. Wir können die nur den freien Markt eingreifen. Ja, also total schlimm. Oak Resin, oh je. Und die Tepper sind so teuer. So, schauen wir mal hier in die Dinger. So, dann schauen wir doch mal, ob wir Reis kriegen. Dann machen wir nämlich schon mal die Maki-Rolle für das Community Center und dann gucken wir, dass wir noch ein bisschen Holz kriegen. Wir brauchen noch Hartholz, wir brauchen noch generell Holz. Wenn du vielleicht notfalls, muss ich mir bei Robin kaufen.
So, vielleicht sollten wir dieses Mal den Fisch, die Angel auch mit irgendwas ausstatten. Wir haben ja ein paar Sachen beim letzten Mal gewonnen. Die sollten wir vielleicht mal nutzen. So, wenn wir jetzt hier gucken. Make Quality Fertilizer. Ja, die Sachen verschwinden dann auch. Sashimi, genau, die ganzen geteilten Sachen werden jetzt nicht mehr angezeigt. Wenn ich dann einmal hochwertigen Dünger machen. Mit ein bisschen Sap. Dann verschwindet das nämlich auch aus allen Dingern. Sehr gut. So, wir müssen jetzt viel rennen. So, und zwar hier Marky Roll. Ich hätte vielleicht auch einen von den lila Pilzen mitnehmen sollen für den Zauberer. Lauf!
So, Blobfisch. Hi Mani, wie geht's der Mikrowelle? Warte, Lea, du kriegst Ziegenkäse. Einfach so. So völlig random. So, der Nachtmarkt ist offen. So, du hast jeden Tag was anderes, ne? Genau, jetzt hast du nämlich die ganzen Sommergeschichten. Okay, das ist aber nur normaler Kaffee. Kein dreifacher Espresso, ich bin enttäuscht. So, der hat uns einfach beraubt letzte Nacht. Weißt du, die 1000, die wir ihm gezahlt haben, dass er uns hier runterbringt, waren einfach nicht genug. Ich weiß doch nicht, wie Linus hier reingekommen ist, wenn das U-Boot noch unten war, aber... Linus lügt ja nie. Das ist so eine ehrliche Haut. Ja, 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 komm her. Sogar direkt zwei. So, dann haben wir, was wir wollten. Not today. Hi Vincent. Warte, du magst doch auch den Ziegenkäse. So, und Sashimi möchte Sebastian gerne haben. Ich habe nur verdrängt, wurde schon festgelegt, wer für Feast of the Winter Star unser geheimer Freund ist, oder erfahren wir das erst eine Woche vorher? Ich meine, notfalls wahrscheinlich einfach ein Diamanten und gut ist. So, sells to shipping box, really?
Lucky Lunch. Sea Cucumber, Tortilla und Blue Jazz. So, ihr seid durch. Dann gucken wir mal in die Fruchthöhle. Also in 3 Tagen wären wir durch mit der Quest. Wow. Premium. Das war die Tür. Wow, das hat viel eingebracht. Das hat mehr eingebracht als die Weine. Na, das hatte ich doch schon. Spirits are very happy. Evelyn, warum frierst du denn hier draußen? Schneggy! So, wir können Blumentöpfe jetzt selber machen. Was sagt die Post? Iron Bar. Na gut, das ist nicht so schwer. Muss auch kein frischer sein, also von daher ist das voll okay. Noch ein Hasenfuß. Eine große Milch.
Inventar ist schon wieder viel zu voll. Ich denke, damit kriegen wir zumindest schon mal 10 von den Tappern hin. Oh, ein Warp-Totem. So, wir gehen mal schnell zu Clint. Moment, Artefakt-Spot mit einer geheimen Notiz. Ernsthaft? Jetzt? Jetzt, wo ich schon bei der Show war? Am
Moment, wir wollen die Geoden hier durchjagen. Geistkristall, hatten wir den schon? Anscheinend. Aber das hatten wir noch nicht. Platz in meinem Inventar. Das Ding müsste der Zwerg lieben. Okay, aber anscheinend mag er es nur. Wenn er auf der Stelle ein Gesetz ändern, machen oder entfernen könntest, was würdest du tun? Oh, gute Frage. Nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, sinnvoll wäre also ein einzelnes Gesetz oder kann ich auch eine Gruppe von Gesetzen reformieren? Mein Gesetz, das also auch gerne sagen, was ich machen würde, wenn du mehrere Sachen ändern würdest. Pflegereform würde ich wahrscheinlich sagen. Pflegereform oder öffentliche Verkehrsmittel? Eine Pflegereform fände ich wichtiger. Aber öffentliche Verkehrsmittel betrifft auch sehr viele Leute, hat Auswirkungen auf den Klimawandel. Und jetzt gerade mit der Nachfolge für das 9-Euro-Ticket, wo halt auch die Frage ist, ob das dann überhaupt noch seinen Zweck erfüllt, wenn es dann am Ende ein 69-Euro-Ticket wird. Ich meine, es werden wahrscheinlich immer noch genug Leute vergünstigt dadurch, ich meine, die sowieso fahren müssen und dann vielleicht durch mehrere Tarifgebiete müssen, die werden vielleicht noch davon profitieren, aber es schränkt schon deutlich das Maß der Leute ein, die davon profitieren können. Ich meine, vielleicht drückt es auch noch ein paar andere Preise, das ist halt die Frage. Okay, Inventar ist voll. Bedingungsloses Grundeinkommen ist auch, ja. Das ist auch keine schlechte Idee.
Wenn man bedenkt, was dann alles an Verwaltungsapparat wegfallen kann. Dieses ganze System, was sich um Hartz IV gebildet hat. Dann würde ich tatsächlich sagen, Pflege oder bedingungsloses Grundeinkommen, dann das andere und dann Öffis. Irgendwo ist eine Kette in der Nähe vom Spa. Na komm, wach auf. Hallo, prismatische Scherbe. Ich freue mich auf deinen Besuch. Was hältst du von den Leuten, die sagen, dass das BGI alle Leute nur voll machen würde und dadurch alles zusammenbrechen würde? Das ist Blödsinn. Menschen sind genetisch darauf programmiert, in irgendeiner Form einen Beitrag zur Gesellschaft leisten zu wollen. Klar, es gibt Leute, wo das nicht so ist, aber das ist wirklich eine Minderheit bei Menschen. Abgesehen davon, dass Leute grundsätzlich auch wahrscheinlich mehr haben wollen, als das bedingungslose Grundeinkommen ihnen ermöglicht.
Wow, 5 Gold. Muscle. Haben wir nicht sogar noch eine so davon? Red Snapper, Tilapia. Hatten wir die nicht sogar schon? Ja, wir hatten ja kaum Regen. Deswegen, die ganzen Regenfische haben wir nicht gekriegt. Und der Zauberer hatte Geburtstag. Und wir haben es nicht genutzt. Das hätte gut Punkte gegeben. So, Wurf tot im Strand kann auch weg. Wir brauchen langsam echt mal einen Geburtstagskalender. Und ich möchte vielleicht auch langsam mal das Haus ausbauen. Aber dazu bräuchten wir mehr Holz. Und Holz ist im Moment wirklich Mangelware. Aber Kupfer können wir mal wieder brauchen. Da trifft sich das sehr gut mit der Quest. Wie sieht's hier aus? Dauert noch ein bisschen. Na. Mein geheimer Freund ist Gus. Was mag Gus? Diamant soll er haben.
Moment, ja, ist okay. Wir müssen zum Geheimwald. Wir müssen wirklich gucken, dass wir immer Kaffee dabei haben. Schenkst du mir 1 Million Euro? Sorry. Sind mir leider ausgegangen. Wenn du jetzt eine Mille hättest, was würdest du damit machen? Wahrscheinlich mein komplettes Leben neu gestalten. Moment, nee, wir wollen nicht hier lang. Dann noch, genau, noch einen Tag, dann sollte das hinhauen. Ach, Gas hat er jetzt um die Zeit gar nicht auf. Aber es dauert nicht lange. Obwohl doch. Die Quest läuft ja noch. Aber es ist final. Ach. Ja, das Ding ist, wir werden die Sachen nicht haben, bevor die Zeit um ist, wo wir es abgeben können. Aber wir brauchen das Kupfer sowieso. Der 2 Thunfische fängt. Soll ich den Müll rausholen? Soll ich gucken, ob da prismatische Scherben wären? Komm. Gib mir dein Zeug. Ah, wir müssen das Zeug erst herstellen. Was hast du zu Apo Red? Apo Red verfolge ich nicht und ich will auch gar nicht so viel über ihn wissen.
Und der Zwerg mag das auch nur. Mensch, jetzt droppen die aber gerade hier extrem viel Shit. Das sind nicht die Wies von Mimi, nein. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich nehme jetzt tatsächlich mal Fasern weg, mit, weil jetzt, wo wir Baumdünger kennen, ist das Zeug tatsächlich mal wertvoll. Na komm, nimm die Fasern mit. Gut, dass Leute Dinge projizieren, die vorne und hinten nicht stimmen, das ist nichts Neues für mich. Mit so einem durfte ich mich ja schon befassen. Was haben wir hier? An die ganze Kohle käme ich gerne ran. Wenn wir davon ausgehen, dass das Kohle ist. Wo ich auch nichts gegen die Steine hätte. Seite aus dem Tagebuch. Kennt ihr das nicht, wenn ihr einfach random in euer Tagebuch reinschreibt, was ihr alles so geil findet? Und die Seite dann irgendwo vergrabt?
Und noch eine Geheimnotiz. Hallo, Kohle. Überrascht mich, dass er dann gewonnen hat, weil theoretisch jeder Anbieter eines Dienstes halt das Recht hat zu sagen, wir möchten dieser Person nicht unseren Dienst anbieten. Das gilt für Plattformen, die so groß sind wie YouTube, tatsächlich nicht mehr, okay. Komm schon, gib mir eine Leiter. So, letzter Tag für diesen Stream. Fliegender Händler und dann auch ab zum Dings. Das Glück wird heute nicht auf meiner Seite sein, das ist okay. Thank you.
Na. Also wir sollten die Gelegenheit nutzen, auf jeden Fall Holz zu kaufen, solange es noch günstig ist. Es wird ja leider teurer im neuen Jahr. Investiere dann mal in Holz. Das hätte sich vor Corona sicher gelohnt. Wobei ich tatsächlich heute tatsächlich gelesen habe auf Reddit, Hakle hat jetzt Insolvenz angemeldet. Ich denke so, ihr habt Klopapier verkauft. Während der Pandemie. Wie könnt ihr insolvent sein? Aber die haben wohl schon länger Probleme. Lea, machst du schon auf? Ach, Leute. Ja, und sie ist zu Hause. Warte, ich sollte vielleicht Stein mitnehmen. Stimmt, die brauchen ja Kupfer. Oh Mann. Okay, ich habe aus irgendeinem Grund keine Frozen Tier mehr dabei. Ach, ich habe das Hartholz auch weggelegt. Ja, deshalb, weil ich alles in die Kisten geräumt habe.
ist okay, dann nehme ich auch direkt zwei Erdbeeren mit, dann kriegen alle was, zu, was geschenkt. Voll okay. Gemischte Samen, ganz ehrlich, weg damit. So, dann einmal gefrorene Träne. Hey Jockey Doe, danke fürs Prime-Abo. Nice. Er mag mich irgendwie schon mit 6 Herzen und sie auch. Krass. So, dann geben wir einmal ihr den Ziegenkäse. Den goldenen. $150 Hardwood und 50.000 Euro Quellen, dann können wir uns das gar nicht leisten. Das waren auch schon wieder 10.000. Ja, nice. Ist auf jeden Fall sehr geschätzt. Der Plan ist jetzt, dass demnächst sowieso wieder mehr Siedler hier kommt, aber das muss sich alles noch ergeben. Super, und jetzt scheitert es am Kupfer. Also brauchen wir auch mehr davon. Kennst du gute Koop-Karten? Nur Defeat the Waves.
Na. Wir haben jetzt erstmal so gegen einen Schulfreund. Wir sind beide uralt. Was definiere uralt? Okay, ja, ich fühle mich da aber auch uralt. Ziel aber wirklich ein Spiel unserer Kindheit. Same. Wobei ich es krass finde, dass es tatsächlich auch einige, selbst in meinem Alter und jünger, gibt in der aktuellen Siedler-Community, die eben nicht, die also relativ neu in der ganzen Sache sind. Aber dann halt zum Beispiel das über das Android-Remake entdeckt haben. Android Remake war ziemlich schnell wieder tot. Ja, vor allem gab es da auch nie die Add-ons. Cupcakes, dann sollten wir das vielleicht mal behalten, ne? Mensch, die geben uns aber ganz schön viele Kirschbomben und Geoden.
Okay, dann gehen wir wieder raus. Als ob wir schon wieder keine Kohle haben. Das ist doch nicht normal. Wir werden gefühlt mit Kohle zugeschmissen, aber anscheinend haben wir keine mehr. Okay. Aber dann machen wir den Rest des Winters dann nächste Woche, wenn alles gut geht. Dass das, der Winter einfach das Streitsteams wird. Dann haben wir einmal 10, einmal 9 und einmal 9 Tage. Also einmal 10 und zweimal 9 Tage. Das war ein bisschen umständlich ausgedrückt. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.